Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie heute Abend bei der VHS daheim sind. Mein Name ist Thomas Mandl und ich bin Leiter der Volkshochschule Holzkirchen-Otterfing. Ich darf heute den Abend moderieren. Das Thema des Abends werden sicher einige von Ihnen in Ihrem Gelb, von Ihrem Blick in Ihren Geldbeutel her kennen. Schwarze Löcher. Kleiner Spaß beiseite, aber die sind heute natürlich nicht gemeint. Vielmehr möchten wir Sie in die Weiten des Universums entführen. Und dafür haben wir heute den perfekten Reiseleiter. Ich darf vorstellen, Professor Dr. Werner Becker. Er ist Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching und Professor für Astrophysik an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Herr Becker. Herr Becker, man hört Sie noch nicht. Sie müssten Ihr Mikrofon reingeben. Okay, jetzt. Also, Jetzt. jawohl, perfekt. Also war wahrscheinlich auch ein schwarzes Loch dazwischen. Einen schönen guten Abend von meiner Seite ebenfalls. Und ich freue mich, dass wieder recht viele dabei sind, die sich für dieses doch sehr aktuelle und interessante Thema interessieren. Schwarze Löcher, gefräßige Monster im All ist natürlich hier der Untertitel, gefräßige Monster im All. Und da schwingt klarerweise schon etwas mit von der Eigenschaft, die schwarze Löcher haben, die sie so interessant machen, ja, die im Prinzip wie die gefräßigen Monster alles verschlucken, was in ihre Nähe kommt. Nun, worüber wollen wir reden heute im Detail? Das habe ich Ihnen hier in der kleinen Übersicht zusammengefasst. Zunächst mal müssen wir uns mit dem Thema beschäftigen, was ist Gravitation? Ja, weil die Gravitation, das werden wir sehen, entscheidend ist nicht nur für die Wirkung, die die schwarzen Löcher auf ihre Umgebung ausüben, sondern auch dafür, dass es überhaupt schwarze Löcher gibt. Ja, und wie schwarze Löcher sich bilden und wie sie entstehen. Und auf dem Weg dorthin, um das zu verstehen, müssen wir uns anschauen, was lernt man aus astronomischen Beobachtungen beispielsweise. Ja, wie kommt man an die Fülle von Detailwissen und Ergebnissen? Einfach dadurch, dass man, ja, ganz platt gesagt, durch ein Teleskop schaut. Ja, wie kommt man an diese Ergebnisse? Und wir werden sehen, dass der Träger aller Informationen das Licht ist. Aber wiederum, wie kommt man dann an die einzelnen, detaillierten Ergebnisse, die in dem Licht sozusagen zu uns transportiert sind? Ja, wenn wir wissen wollen, wie schwarze Löcher entstehen, ist es unabdingbar, dass wir uns damit beschäftigen, mit der Frage, warum leuchten Sterne und was hält sie überhaupt zusammen? Ja, denn in dem Zeitpunkt, wo das sozusagen zusammenfällt, was sie zusammenhält, ja, da ist sozusagen der Zeitpunkt, wo die schwarzen Löcher entstehen. Nun, wenn es schwarze Löcher gibt, ja, was für lange Zeit eine sehr heiß diskutierte Frage war, dann kann man sich die Frage stellen, wo findet man denn schwarze Löcher? Wo muss man danach suchen? Und wie kann man etwas beobachten, was scheinbar doch schwarz ist? Ja, zum Ende des Vortrags hin werden wir uns dann mit dem sogenannten Event Horizon Teleskop beschäftigen. Ja, mit diesem Teleskop ist es vor gar nicht mal langer Zeit zum ersten Mal gelungen, ein Bild eines schwarzen Loches zu bekommen und zu erstellen. Und zum Schluss werden wir ganz einfach noch die Frage aufwerfen, was weiß man denn über die Zukunft unseres Universums? Und auch hier werden schwarze Löcher maßgeblich eine große Rolle spielen. Also, was ist Gravitation? Was hält
Galaxien, ja, so wie die, die hier im Beispiel zu sehen ist, riesengroße Massenansammlungen im Universum, die aus Millionen oder Milliarden von einzelnen Sternen wie unsere Sonne bestehen. Was hält diese Objekte überhaupt zusammen? Ja, ganz klar, das ist die Gravitationswirkung, die hier verantwortlich ist. Ja, aber jetzt wissen wir, was Gravitation sozusagen macht. Aber wie kann man das einordnen? Nun, wir wissen heute, dass es vier fundamentale Kräfte zu geben scheint, die beim Aufbau der Welt eine entscheidende Rolle spielen. Ja, und dazu gehört die Gravitation. Dazu gehört auf jeden Fall die elektromagnetische Kraft. Ja, wenn Sie sich jetzt fragen, ja, elektromagnetische Kraft, also Gravitation, klar kann ich mir vorstellen, wenn ich jetzt hochspringe im Raum, falle ich wieder zurück auf den Erdboden, die Erde zieht mich an. Das ist die Gravitation, die da wirkt, aber elektromagnetische Kraft. Nun, im einfachsten Fall habe ich jetzt hier einfach zwei Magnete mir besorgt, wie sie an jedem Whiteboard zu finden sind. Ja, und wenn Sie sowas irgendwie in der Nähe haben, dann nehmen Sie einfach mal die beiden und führen die so langsam zusammen und dann merken Sie plötzlich eine Kraftwirkung. Ja, also das ist, wenn man so will, die einfachste Art von elektromagnetischer Kraft. Ja, elektromagnetische Strahlung ist beispielsweise Funk, Radiowellen, Licht ist ebenfalls elektromagnetische Strahlung, elektromagnetische Kraft. Einfach in dem Fall hier die Kraftwirkung von einem Magneten im einfachsten Fall. Gravitation und elektromagnetische Kraft sind langreichweitige Kräfte, ja, also die reichen im Prinzip unendlich weit, während die starke Kraft und die schwache Kraft zwei Kräfte sind, die nur auf der Größe des Atomkerns wirken, ja, und die insbesondere auch für den Aufbau der Atomkerne entscheidend sind, aber in unserem täglichen Anschauen, in unserem täglichen Leben überhaupt keine Rolle spielen. Also merken wir uns zunächst mal hier, die Gravitation ist eine von insgesamt vier Grundkräften. Und darüber, was die Betrachtungsweise, was Gravitation letztendlich ist, gibt es im Wesentlichen zwei unterschiedliche Ansichten. Ja, und die eine Ansicht, die geht zurück auf Isaac Newton, der hier 1724 bis 1793 gelebt hat und der sich damals schon überlegt hat, und warum fällt der Apfel vom Baum eigentlich zur Erde? Ja, und der kam zu der Schlussfolgerung, dass alle Massen eine anziehende Kraft aufeinander ausüben. Ja, und das ist durchaus etwas, was unserer täglichen Anschauung entspricht. Beispiel ist das, was ich gerade genannt habe. Warum fällt der Apfel vom Baum zur Erde? Und er war eben der Ansicht, der Apfel wird von der Erde angezogen, und umgekehrt, ja, und deshalb fällt der Apfel zur Erde. Deshalb fallen wir wieder zurück zur Erde, wenn wir in einem Zimmer stehen und ja, beispielsweise hochspringen. Ja, also unsere tägliche Anschauung stimmt perfekt damit überein. Ja, und das war auch überzeugend für viele, für die meisten Wissenschaftler, bis Albert Einstein 1915 die allgemeine Relativitätstheorie begründet hat, indem er die spezielle Relativitätstheorie erweitert hat auf allgemeine Bezugssysteme. Ja. Und er ist zu dem Schluss gekommen, dass Gravitation keine Kraft ist. Ja, wir reden heute umgangssprachlich von Gravitationskraft, aber er sagt, das sind die Aussagen der allgemeinen Relativitätstheorie, dass Gravitation keine Kraft ist, sondern eine Eigenschaft des Raumes. Das klingt sehr abstrakt. Ja, also kann man sich zunächst wenig darunter vorstellen. Aber im Grunde genommen ist es ganz einfach, was sich dahinter verbirgt. Ja, und also er sagt, die Materie, also Materie ist alles das, was irgendwie ein Gewicht hat, in dem Fall. Materie bestimmt die Krümmung des Raumes. Der Raum bestimmt die Bewegung der Materie. Ja, die Gravitationswirkungen werden durch die Umgebung hervorgerufen, wenn man dann so will, in diesem Bild. Ja. Die Materie bestimmt die Geometrie des Raumes und der Raum gibt dann der Materie vor, wie sie sich darin zu bewegen hat. Ja, jetzt werden wahrscheinlich viele von Ihnen die Luft anhalten und sagen, mein Gott, ist das kompliziert, was der da erzählt. Das versteht doch kein Mensch. Ja, aber ich werde Ihnen versuchen, das jetzt klarzumachen. Also,
Einstein sagt in der allgemeinen Relativitätstheorie, Gravitation ist eine Eigenschaft des Raumes. Jetzt schauen wir uns zunächst hier dieses linke Bild an und abstrahieren von dem dreidimensionalen Raum unserer täglichen Anschauung auf eine zweidimensionale Fläche. Ja, auch das nennen wir zwar Fläche, aber im Grunde genommen ist es auch ein Raum, der hat eben nur zwei Dimensionen. Und der physikalische Raum, in dem wir leben, der hat drei Dimensionen, Länge, Breite und Höhe. Aber hier reden wir einfach nur von der Länge und der Breite, von dieser Fläche. Und was ich Ihnen klar machen will, ist komplett identisch dazu, ob wir uns in einer zweidimensionalen oder in einem dreidimensionalen Raum bewegen. Eindimensionaler Raum wäre in dem Fall eigentlich nur eine gerade Linie, sonst nichts. Also schauen wir uns den zweidimensionalen Raum an. Der ist ganz flach, diese Fläche hier. Da ist keine Masse, die sich hier in dieser Fläche befindet. Und ja, und nach den Aussagen der allgemeinen Relativitätstheorie bedeutet das, der Raum ist flach. Er hat keine Krümmung. Jetzt schauen wir uns das rechte Bild an, hier, wo der Apfel drin liegt. Ja. Und in dieser Fläche gibt es eine Masse, nämlich die Masse des Apfels. Ja. Und diese Masse, die krümmt den Raum. Und diese Krümmung ist hier durch diese Koordinatenlinien angedeutet. Ja. Das kann man leicht nachvollziehen. Also links eine Fläche ohne Masse ist flach, hat keine Krümmung. Rechts in dem Bild hier eine Fläche mit Masse hat eine Krümmung. Ja, und die Krümmung, die Stärke dieser Krümmung hängt von der Masse dieses, in dem Fall hier ein Beispiel, dieses Apfels ab. Ja, wenn ich diesen Vortrag vor Publikum halte, mache ich an der Stelle meistens ein Experiment, in dem wir großes Tischtuch ausspannen und eine Bowlingkugel da reinlegen. Da kann das jeder nachvollziehen. Ja? Und einen kleinen Tennisball in diese Ebene werfen und dann sieht man, wie dieser Tennisball hier um diese Masse rumrollt. Ja? Das heißt also, die Fläche gibt dem Tennisball oder dem Golfball vor, wie er sich hier um diesen Apfel zu bewegen hat, eben weil die Fläche gekrümmt ist. Klar, wenn ich hier oben was hinlege, dann rollt das hier runter. Ja, und das ist nicht, weil der Apfel den Ball anzieht, den Golfball, sondern weil die Fläche durch ihre Krümmung der Masse vorgibt, wie sie sich zu bewegen hat. Ja, ich habe das mir, haben also bei uns im Institut für den Tag der offenen Tür einen sogenannten Simulator, Schwarzloch-Simulator, wie wir das lustigerweise nennen, gebaut. Ja, Sie sehen also hier einen Kreis rund und da haben wir also einen weichen T-Shirt-Stoff, einen schwarzen T-Shirt-Stoff drüber gespannt. Und hier im Zentrum soll das schwarze Loch liegen. In dem Fall eine schwere, schwarze Bowlingkugel. Ja, und diese Bowlingkugel, die krümmt diesen Raum, ja, oder diese Fläche. Wenn wir jetzt hier diesen Golfball nehmen, den wir hier reinwerfen, dann rollt dieser Golfball zunächst mal in dieser Fläche und nähert sich immer mehr diesem schwarzen Loch. Ja, und das macht dieser Golfball nicht, weil das schwarze Loch, in dem Fall die Bowlingkugel, diesen Golfball anzieht, sondern weil die Bowlingkugel hier die Fläche krümmt, die Geometrie der Fläche so ändert, dass wenn sich darin ein Golfball befindet, der nur nicht anders kann, als in dieser Fläche zu rotieren und letztendlich hier unten auf diese Bowlingkugel zu stürzen. Ja, das kann man also ganz, das ist die Aussage, vereinfacht dargestellt, auf zweidimensionalen reduziert, ist das die Aussage der allgemeinen Relativitätstheorie, dass Gravitation eine Eigenschaft des Raumes, in dem Fall hier eine Eigenschaft der Fläche ist. Ja, und der Raum, in dem Fall die Fläche, gibt der Materie vor, wie sie sich da drin zu bewegen hat. Ja, weil die Materie selber dem Raum die Geometrie sozusagen einprägt. Ja, so kann man sich das vorstellen. Ja, und das ist wichtig. Das ist eine der wichtigen Aussagen der allgemeinen Relativitätstheorie. Und im Wesentlichen, dass die allgemeine Relativitätstheorie überhaupt eine Theorie des Gravitationsfeldes geworden ist, liegt daran, das ist oft und bleibt oft unbeachtet, dass die träge Masse und die schwere Masse identisch sind. Ja. Aber an der Stelle will ich hier nicht weiter darauf eingehen, nur für die am Rande bemerkt, die sich damit vielleicht schon ein bisschen auskennen.
Nun, was lernt man wie aus astronomischen Beobachtungen? Ja, das ist eine spannende Frage. Und hier komme ich wieder zurück auf das, was ich einleitend schon gesagt habe. Alle Informationen, die wir über das Universum haben, wurden durch Beobachtungen gewonnen. Ja, alle Informationen. Es gibt natürlich viele Theorien beruhen auch nicht auf Beobachtungen. Ja, und dann kann man sich fragen, was ist so eine Theorie letztendlich wert? Ja, aber am Rande, Licht ist sozusagen der Träger aller Informationen. Das ist das, was wir aus dem Universum, was wir von den Objekten empfangen, die wir im Universum beobachten. Und jetzt zeige ich Ihnen sozusagen, wie man an die Information kommt, die in dem Licht steckt. Ja, und jeder von Ihnen weiß vielleicht, dass ein Prisma das Licht in seine einzelnen Spektralfarben zerlegt. Das ist der Grund, warum es sozusagen Regenbögen gibt. Ja, ein Regenbogen, da erzeugt der kleine Wassertropfen in der Luft, wo die Sonne reinscheint. Wirkt wie ein Prisma und zerlegt letztendlich das Sonnenlicht in seine Spektralfarben. Und das in der Summe ist das, was wir als Regenbogen beobachten können. Ja? Nichts anderes macht man mit dem Licht, was man von fernen Sternen, Galaxien, ja, fast vom Ende des Universums zu uns kommt und beobachten kann. Ja, und wie die Wirkung ist, sozusagen der verschiedenen physikalischen Vorgänge auf das Licht, was von Ihnen ausgesendet wird, das ist hier in dieser Übersichtsgrafik dargestellt. Ja, schauen wir oben an, also nehmen wir an, wir haben hier ein heißes, dichtes Gas. Ja, es besteht aus Atomen. Diese Atome bewegen sich wild in alle möglichen Richtungen, stoßen miteinander. Elektronen in den Hüllen der Atome werden angeregt, werden auf höhere Bahnen gesetzt, die fallen wieder zurück. Und dabei wird ein Lichtteilchen ausgesendet. Und das, was man von so einem heißen, dichten Gas, ja, im Endeffekt ja, ein heißes Gas im Universum, was man beobachten kann, ist das, was man als sogenanntes Kontinuumspektrum bezeichnet. Ja, das Licht, also wie bei einem Regenbogen, wird hier in die Spektralfarben zerlegt. Ja, wenn man also jetzt aber ein heißes, expandierendes Gas hat, ja, hier in der mittleren Darstellung, dann sieht das wieder ganz anders aus. Dann beobachtet man nämlich kein Kontinuumspektrum mehr, wenn man das Licht durch ein Teleskop oder durch ein Prisma fallen lässt oder wir sagen dazu durch ein Spektrometer fallen lässt, sondern man beobachtet einzelne Spektrallinien. Ja, die sind also hier unten dargestellt. Das ist das, was man als Emissionsspektrum bezeichnet. Oder eben, wenn man eine Strahlungsquelle hat hier, die von einem kühleren, expandierenden Gas umgeben ist, dann beobachtet man ein Absorptionsspektrum. Ja, also quasi ein Kontinuumspektrum, wo diese Linien, die man hier sieht, abgezogen sind. Denn diese Lichtteilchen bleiben hier in dem kühleren, expandierenden Gas stecken. Die kommen da nicht durch. Und deshalb findet man hier Absorptionslinien. Nun, diese Linien, die man beobachtet, ja, die Emissionslinien beispielsweise, sind charakteristisch für jedes Element, was man kennt. Ja, mit Element meine ich also Wasserstoff, Helium, Neon, Schwefel, Argon, ja, alles Mögliche, Eisen beispielsweise. Alle diese Elemente haben ganz spezifische, spezielle Emissionslinien, anhand derer man diese Elemente eindeutig identifizieren kann. Ja, und das ist also hier auch nochmal zu sehen. Da hat man also die Galaxie. Ja, da komme ich gleich nochmal später drauf, was das überhaupt ist. Also eine Ansammlung von Millionen von Sternen. Man beobachtet Licht von dieser Galaxie. Und dann hat man hier beispielsweise Linien, die man beobachtet. Die kann man vergleichen. Die Lage dieser Linien kann man genau messen. Dann schaut man in Tabellen nach und findet, ah, diese Linien passen zu Argon. Ja, dann hat man also schon mal die Information, dass es bei diesem Stern, den man beobachtet, oder bei dieser Galaxie, die man beobachtet, dass es da Argon gibt. Ja, ebenfalls Kohlenstoff, Carbon, ja, hat sehr diese beiden Linien hier, die dominant sind. Oder Helium gibt es in quasi allen Sternen, ja, unserer Sonne ebenfalls. Ja, da findet man, misst man diese exakten Linien, die vergleicht man und weiß, ah, bei diesem Stern gibt es Helium oder eben auch Sauerstoff. Ja, nur ein Beispiel. Nun,
das, was ich Ihnen zuvor hier gezeigt habe, das ist meinetwegen die Lage dieser Spektrallinien, wie wir sie im Labor messen auf der Erde. Ja, aber manchmal findet man im Universum bei den Objekten, die man beobachtet, auch Spektrallinien, die scheinen etwas verschoben zu sein. Ja, also hier oben dargestellt in der obersten Grafik sind die Spektrallinien, wie man sie auf der Erde beobachtet. Darunter die Spektrallinien, wie man sie von einer entfernten Galaxie beobachten würde. Ja, und die scheinen verschoben zu sein, und zwar in Richtung des roten Lichtes. Dann spricht man hier von einer Rotverschiebung. Ja, und das findet man genau dann, wenn die Galaxie sich von uns fortbewegt. Spektrallinien erscheinen rot verschoben. Im Gegensatz dazu, ja, wenn man die Linien zum Blauen hin verschoben sieht, ja, Richtung Blau im Vergleich zu dem, was man auf der Erde im Labor misst, redet man von Blauverschiebungen, dann weiß man, aha, diese Galaxie bewegt sich auf uns zu. Und an der Differenz zwischen den verschiedenen Spektrallinien und Wellenlängen, die man hier misst für die Linien, kann man ausrechnen, wie schnell sich diese Galaxie auf uns zubewegt. Ja, und Gleiches findet man bei der Gravitationsrot- oder Blauverschiebung. Wenn man also ein Objekt hat, was sehr hohe Gravitationskraft aussendet, sehr massereich ist, ja, und das Licht bewegt sich, beispielsweise ein schwarzes Loch, das Licht bewegt sich darauf zu, dann beobachtet man eine Gravitationsblauverschiebung. Ja, das Licht, das sich von einem Gravitationszentrum, sorry, Thesenfehler entfernt, heißt, darauf zubewegt. Ja, und Rotverschiebung ist eben, wenn sich das Licht von diesem Gravitationszentrum entfernt. Ja. Also man spricht oder man unterscheidet und kennt die sogenannte Rot- und Blauverschiebung. Zum einen, also die Dopplerverschiebung durch etwas, was sich schnell bewegt, auf mich zu oder von mir fort, oder eben Licht, was sich von einem starken Gravitationszentrum aus wegbewegt oder auf es zubewegt, ja, entsprechend. Ja, das ist wichtig. Ja, weil, wie gesagt, daran kann man schon mal feststellen, wie schnell bewegt sich das Objekt und bewegt es sich auf mich zu oder von mir fort. Nun sind wir bei den Sternen. Ja, zuvor haben wir uns gerade damit beschäftigt, wie findet man heraus, welche Elemente es, welche Atome es auf den Sternen gibt. Jetzt stellen wir uns die Frage, warum leuchten Sterne und was hält sie überhaupt zusammen? Ja, und wir werden sehen, dass diese Frage entscheidend ist dafür, für die Frage zu beantworten, wenn wir die Frage beantworten wollen, wie entstehen denn schwarze Löcher überhaupt? Ja, also die Sonne ist der uns am nächstgelegene Stern. Ja, und was man hier sieht, was sich hier dreht, hier unten ist die Zeit eingeblendet. Ja, das ist eine Aufnahme aus dem Jahre 2004 von einem Observatorium mit dem Namen SOHO. Und SOHO hat die Sonne im Röntgenlicht beobachtet. Das heißt, SOHO hatte einen Detektor an Bord, eine Kamera, eine Röntgenkamera, die die Röntgenstrahlung der Sonne empfangen hat. Ja, und diese dargestellt hat zu einem Bild. Ja, und was man hier sieht, sozusagen, ist die rot glühende Oberflächentemperatur, ja, mit diesen noch heißeren Flecken hier, die sozusagen noch stärkere Röntgenstrahlung aussendet. Ja, eine Oberfläche hat eine Temperatur von 6100 Grad, im Innern 15,6 Millionen Grad. Die Energiegewinnung der Sonne, die geschieht dadurch, dass pro Sekunde 564 Millionen Tonnen Wasserstoff in 560 Millionen Tonnen Helium umgewandelt werden. Ja, und die Differenz von 4 Millionen Tonnen, die ist das sozusagen, das ist der Massenverlust, der wird in Form von Strahlung von der Sonne pro Sekunde abgestrahlt. Also tatsächlich 4 Millionen Tonnen wird umgewandelt und die bleiben übrig und die werden abgestrahlt als Energie. Ja, und das ist, können Sie daran denken, wenn Sie nächstes Mal irgendwo schön gemütlich in der Sonne sitzen oder am See liegen und sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, ja, was für ein gigantisches Kraftwerk die Sonne ist und was für unendliche Energieumwandlung da jeweils stattfindet. Ja, jetzt ist aber trotzdem die Frage, warum ist so eine heiße Gaskugel wie die Sonne, die Sterne im Allgemeinen, stabil?
Ja, und diese Sterne sind stabil, das weiß man heute, aufgrund eines sogenannten Selbstregelungsprozesses, ja, sogenanntes thermodynamisches Gleichgewicht, wo also zum einen der thermische Druck, die enorme Hitze im Stern, die den Stern aufblähen will, und die Gravitationskraft, die aber eigentlich den Stern zusammendrücken will, ja, diese beiden befinden sich im Gleichgewicht. Ja, und was dann passiert, das ist hier in diesen vier Boxen dargestellt. Also man weiß heute, dass je höher die Temperatur im Stern innen ist, desto größer ist die mittlere Energie der atomaren Stoßpartner, also der Atome, die miteinander fusionieren, ja. Und je stärker die ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Fusion zustande kommt. Also desto stärker ist die Fusion. Je stärker die Fusion, desto größer ist der Strahlungsdruck. Also desto mehr Hitze entsteht innen, desto größer ist der Strahlungsdruck. Und dieser Strahlungsdruck will diesen Stern aufblähen. Ja, desto mehr dehnt sich der Stern aus und desto kleiner wird der Gravitationsdruck. So, je kleiner der Gravitationsdruck dann wird, desto geringer wird aber innen drin sozusagen, desto geringer wird die Temperatur im Innern, desto geringer die mittlere Energie der Stoßpartner, desto geringer die Fusion. Ja, und wenn die Fusion geringer wird und abnimmt, bedeutet das, der Strahlungsdruck nimmt ab, der Gravitationsdruck nimmt zu und der Stern schrumpft wieder etwas. Ja, und je mehr er schrumpft, desto höher, desto näher rücken innen die Gaspartikel, die Gasatome zusammen und desto höher wird also die Temperatur. Ja, Sie sehen also, und dann fängt das wieder von vorne an. Das ist also ein selbstregelnder Gleichgewichtsprozess. Ja, und wie bei jedem Gleichgewicht, wenn einer dieser beiden Kräfte verschwindet, ja, ist das Gleichgewicht gestört und dann kommt es zu einem dramatischen Prozess. Und das ist dann letztendlich der Sterntod, ja, wenn man so will. Ja, und diese Fusion, die läuft sozusagen automatisch in diesen Sternen ab bis zum Element Eisen. Ja. Bis zur Fusion und Entstehung vom Element Eisen ist das ein energieliefernder Prozess. Ja, also die sozusagen die miteinander fusionierenden Gasatome, die sind schwerer wie das Endprodukt. Und die Differenz dieser Masse wird in Form von Energie abgestrahlt. Ja, das ist das, was die Sterne am Leuchten hält. Ja. Und wenn die Fusion sozusagen, wenn der Brennstoff pro Vorrat, das Wasserstoff, das Helium, und die etwas höheren Elemente alle sozusagen fusioniert sind und ungefähr der innere Teil des Sterns eine riesengroße Eisenkugel vorhanden ist, dann hört die Fusion auf und dann kommt es hier zu einer Imbalance und der thermische Druck fällt weg und die Gravitationskraft überwiegt und dann knallt der Stern sozusagen sackt unter seiner eigenen Last zusammen. Ja, und das führt zu dem Effekt, dass Sterne letztendlich nicht ewig existieren. Ja, auch unsere Sonne existiert nicht ewig. Die Sonne ist ungefähr 4,5 Milliarden Jahre alt und hat nochmal Brennstoff für ungefähr nochmal 4,5 Milliarden Jahre. Ja. Auch interessant, unsere Sonne ist sozusagen nur ein sehr kleiner Stern im Vergleich zu den vielen anderen Sternen, die wir in unserer Galaxie oder im Universum überhaupt beobachten. Ja. Man spricht, die Sonne hat klar eine Masse, man spricht hier in Einheiten von Sonnenmassen, die Sonne hat eine Einheit von einer Sonnenmasse und man kennt Sterne, die sind 100 Mal, 150 Mal schwerer wie unsere Sonne. Viele sind 20, 30, 40 Mal schwerer wie unsere Sonne. Und interessant ist, dass je massereicher ein Stern ist, desto kürzer ist seine Lebenszeit, weil durch diesen hohen Gravitationsdruck die Fusionsprozesse umso schneller durchlaufen, wie beispielsweise im Vergleich dann zu unserer Sonne. Ja, also welche Endprodukte kennt man von Sternen? Was bleibt übrig, wenn Sterne ihren Brennstoffvorrat verbraucht haben? Ja, und das ist das, was man als Endstadien der Sternentwicklung ein bisschen abstrakt bezeichnet. Und das sind Objekte, die heißen weiße Zwerge, Neutronensterne und schwarze Löcher. Also hier kommen die Objekte letztendlich vor, über den dieser Vortrag geht. Also schwarze Löcher insbesondere. Ja. Also wir wissen jetzt immerhin schon, schwarze Löcher sind anzusehen als das, was von der Sternentwicklung
übrig bleibt. Ja, neben Neutronensternen, das sind ungefähr Objekte, die einen Radius von 10 Kilometer haben, aber anderthalb Sonnenmassen komprimiert auf 10 Kilometer. Das sind also auch sehr kompakte Sterne und sind in der Tat die kompaktesten Objekte, die wir direkt im Universum noch beobachten können. Weiße Zwerge sind Objekte, die vielfach nur aus Kohlenstoff bestehen, ungefähr so groß sind wie die Erde und heiß geboren werden und danach einfach abkühlen. Ja, aber das nur am Rande, weil das Thema des Vortrages sind ja die schwarzen Löcher. Nun, Sterne unterliegen der Evolution. Klar, wenn Sterne werden geboren, und wir haben gerade gehört, Sterne, die sterben auch, ja. Und die Entstehung von Sternen kann man hier in sogenannten Sternentstehungsgebieten, da gibt es viele davon in unserer Galaxie, weiß man, wo man hinschauen muss inzwischen. Ja, und das ist also hier so eine riesen Gas- und Staubwolke. Und diese kleinen lila leuchtenden Punkte hier, das sind Sterne, die gerade geboren wurden. Ja, also es ist auch ein faszinierender Aspekt, dass der Stand der Technik unserer Teleskopentwicklung tatsächlich so ist, dass man der Natur bei der Geburt von Sternen im Kreissaal der Natur sozusagen zuschauen kann. Ja. Also wir haben jetzt hier Sternentstehung durch Molekülwolken, Staubwolken, Molekülwolken. Ja, und was dann passiert, sozusagen wie die Lebensphase dieser da entstandenen Sterne ist, hängt nur von einem einzigen Parameter ab. Das ist die Masse, die Ausgangsmasse des Sterns, der entsteht. Und wenn diese Ausgangsmasse im Bereich von 1 bis 8 Sonnenmassen liegt, also Sterne, die ungefähr so schwer sind wie unsere Sonne oder 8-mal schwerer, dann weiß man, dass sich diese Sterne zu einem weißen Zwerg entwickeln werden. Ja, auch unsere Sonne wird sich eines Tages in vielleicht 4,5 Milliarden Jahre zu einem weißen Zwergstern entwickeln. Ja, und diese weißen Zwergsterne, die entstehen sehr heiß, kühlen danach ab und manche explodieren auch in einer sogenannten Kohlenstoffdetonation. Ja, aber da will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, ist nicht unser Thema heute. Ja, und dann gibt es Sterne, die eine Masse haben, größer als 8 bis ungefähr 30 Mal und der Masse unserer Sonne. Ja, und diese Sterne entwickeln sich in Verbindung mit einem sogenannten Kernkollaps, ja, den man als Supernova-Explosion bezeichnet, zu einem Neutronenstern. Ja, und was da genau im Detail abläuft, das schauen wir uns jetzt dann gleich in den nächsten Folien an. Aber wichtig ist, dass wenn die Masse des Sterns größer als ungefähr 30 Mal dem ist, der Masse unserer Sonne ist, dann kollabiert dieser Stern und das, was übrig bleibt, nicht zu einem Neutronenstern, sondern zu einem schwarzen Loch. Ja, und das ist definitiv einer der wichtigen Entwicklungswege für die Entstehung von schwarzen Löchern. Ja, jetzt schauen wir uns an hier die letzten 7 Jahre im Leben eines Sterns. Ja, also nicht unsere Sonne, sondern ein Stern, der mindestens 8 bis 30 Mal so schwer ist wie unsere Sonne. Ja, und dann letzten 7 Jahre ist das, was spannend ist. Ja, und hier rechts sozusagen dargestellt, ist ein Querschnitt durch diesen Stern. Ja, und Sie sehen, da sind lauter Kreise zu sehen. Und man spricht hier davon, dass die Sterne dann quasi eine Zwiebelschalenstruktur haben. Ja, und damit meint man die Verteilung der Elemente, die durch die Fusionsprozesse im Stern selber entstanden sind, folgen ungefähr. Ja, das sind natürlich keine scharfen Grenzen, aber folgen ungefähr einer Zwiebelschalenstruktur. Ja, also im Innern hier hat man eine Temperatur von 1,5 Milliarden Grad. Sauerstoff und Magnesium ist hier entstanden durch Fusionsprozesse des Wasserstoffs zu Helium, zu immer schweren Elementen. Jetzt sind wir hier gerade 7 Jahre vor dem Ende, vor dem Tod des Sterns bei Sauerstoff-Magnesium angelangt. Neonatome beginnen miteinander zu verschmelzen, wird viel Energie frei, ja, und der Stern wird sich weiter aufblähen. Ja, und Sie sehen aber auch hier außen das Rote, das soll das Wasserstoff sein. Das heißt, auch im Inneren, wenn im Inneren bereits Sauerstoff, Magnesium und andere Elemente entstanden sind, gibt es draußen immer noch die äußere Schale um diesen Stern, die überwiegend nur aus
Wasserstoff besteht. Ja. So, jetzt sehen wir also, machen einen Zeitsprung von 7 Jahren auf 1 Jahr. Und im Innern sehen Sie, ist also hier ein Kern aus Silizium und Schwefel entstanden. Andere Elemente, jetzt Magnesium, Sauerstoff, umgeben diesen Silizium-Schwefelkern. Neon, Magnesium, Kohlenstoff, Wasserstoff, beispielsweise Helium, ist hier außen zu sehen. Ja, die Temperatur im Sterninnern beträgt immerhin schon 2 Milliarden Grad und Sauerstoff fusioniert zu Silizium und Schwefel. Ja, jetzt geht es also spannend, noch einige Tage vor dem Sterntod letztendlich. Und was wir jetzt beobachten, ist eben, dass aus diesem Silizium- und Schwefelkern inzwischen ein Eisenkern entstanden ist. Ja. Und ich hatte Ihnen gesagt, die anderen Elemente hier draußen drumherum, und ich hatte Ihnen gesagt, dass also die Fusion von alleine abläuft und Energie liefert bis zur Entstehung des Eisens. Ja, und da hört die Fusion auf. Wenn jetzt also hier die Fusion mit dem Eisen aufgehört hat, heißt das aber klar, ist das gleichbedeutend damit, dass der thermische Druck im Innern sozusagen nicht nachgeliefert wird, keine thermische Energie frei wird, die aber dringend für die Stabilität des Sterns notwendig ist, weil sonst die Gravitationskraft anfängt und überwiegt. Ja, und dann wird das thermodynamische Gleichgewicht gestört und der Stern wird letztendlich kollabieren. Ja, und das ist genau das, was man beobachtet, ja, in sogenannten Supernova-Explosionen. Ja, also hier sieht man jetzt den Stern, Querschnitt durch den Stern nach Zehntelsekunden vor dem Tod. Ja, es kommt von innen keine thermische Energie mehr frei, die Gravitationskraft überwiegt und die äußeren Schalen des Sterns stürzen ungefähr mit einem Viertel der Lichtgeschwindigkeit auf diesen inneren Kern. Ja, also die ganze Masse des gesamten Sterns stürzt auf diesen inneren Kern und komprimiert. Dadurch wächst der Druck auf diesen Eisenkern unglaublich. Der Eisenkern wird komprimiert letztendlich auf einen Bereich von ungefähr 15 Kilometer. Ja, die Temperatur im Innern steigt auf 100 Milliarden Grad. Ja, dadurch, dass die Teilchen so stark komprimiert werden und damit immer enger zusammenrücken. Ja, dann sind wir jetzt hier eine Sekunde nach diesem Kollaps. Ja, und als erstes verlassen sogenannte Neutrinos das Innere des Sterns. Und diese Elementarteilchen Neutrinos tragen ungefähr 99,5% der gesamten Energie, die bei so einer Explosion frei wird, fort. Ja, und der Rest geht sozusagen da. Und diese unglaubliche Anzahl von Neutrinos, die baut letztendlich einen Druck auf, der so groß ist, dass er die äußeren Schalen dieses Sterns sozusagen zum Explodieren bringt und raus in den Weltraum sprengt. Ja, das ist das, was man als sogenannte Supernova-Explosion wahrnehmen kann und beobachten kann. Das ist hier diese Animation dargestellt. Ja, man hat also den Stern. Der Stern explodiert scheinbar, obwohl es eigentlich so ist, dass das Innere des Sterns kollabiert und die Neutrinos, die dann entstehen, der Druck durch eine unglaubliche Anzahl von Neutrinos, die sprengt sozusagen die äußeren Hüllen des Sterns in den Weltraum. Und was man dann beobachtet, ist eben hier diese leuchtenden, expandierenden Gasfetzen, diese Supernova-Überreste, wie man es bezeichnet. Und hier im Zentrum sieht man, ja, was so aussieht wie ein Staubkern auf Ihrem Monitor vielleicht. Das sieht, ja, das ist in dem Fall hier ein Neutronenstern, der entstanden ist. Ja, und wenn die Masse dieses Ausgangssterns größer gewesen wäre, wie 30 Sonnenmassen, dann wäre hier ein schwarzes Loch entstanden. Ja, also der Entwicklungsweg von einem Neutronenstern oder zum Neutronenstern und zum schwarzen Loch sind quasi identisch. Ob ein Neutronenstern entsteht bei so einem Kollaps oder ein schwarzes Loch, hängt eben nur von der Masse des Sterns ab. Und wenn die Masse größer ist wie 30 Sonnenmassen ungefähr, ja, dann glaubt man, dass ein schwarzes Loch entsteht. Ja, es gibt mittlerweile auch Anzeichen dafür, aber nur sehr, sehr wenige, dass so ein Sternkollaps auch leise, wenn man so will, ablaufen kann. Ja, also ohne diese gewaltige Explosion durch ein Supernova
die sozusagen sehr hell, sozusagen die am Himmel wahrnehmbar ist. Ja, aber wie gesagt, da gibt es nur bisher sehr wenige Anhaltspunkte dafür. Aber es ist zumindest nicht unwahrscheinlich, dass das so passieren würde oder könnte. Ja, und diese Supernova-Explosionen hier, wie die dargestellt ist, ich lasse das einfach nochmal ablaufen, die gehören mit zu den gewaltvollsten Ereignissen, die man im Universum überhaupt beobachten kann. Ja, und es gibt in der Geschichte Aufzeichnungen, dass man also plötzlich ungefähr mondgroß und mondhelle Objekte am Himmel auch am Tag hat erkennen können mit bloßem Auge. Ja, im Jahre 1006, im Jahre 1054 gab es solche Hinweise, die geschichtlich überliefert sind und die, wie wir heute wissen, mit der Explosion von Sternen in der Art hier und mit Supernova-Explosionen in Verbindung gebracht werden können. Ja, auch der Herr Kepler höchstpersönlich hat sowas ebenfalls beobachten können. Nun kommen wir zurück zu den Objekten, die nachfolgend dieser Supernova-Explosion entstehen. Ja, oder in der Sternentwicklung überhaupt entstehen. Also das sind die weißen Zwerge. Ja, wie eben gesagt, die besitzen ungefähr die Masse. Hier ist hier oben dieses, der weiße gefüllte Kreis soll der weiße Zwergstern sein. Die besitzen ungefähr eine Masse von typisch einer Sonnenmasse, haben ungefähr die Größe der Erde, also einen Radius von ungefähr 6000 Kilometern. Und wenn man diese Objekte verlassen will, ja, mit einer Rakete, wenn man darauf leben würde und man wollte mit der Rakete dieses Objekt verlassen, dann braucht diese Rakete eine Geschwindigkeit von 10.000 Kilometer pro Sekunde. Ja, im Vergleich zur Erde, die Fluchtgeschwindigkeit mit einer Rakete von der Erde beträgt 12 Kilometer pro Sekunde. Das heißt also, wenn man zum Mond fliegen will, dann braucht die Rakete mindestens eine Geschwindigkeit von 12 Kilometer pro Sekunde. So viel Schub muss man sozusagen erreichen, sonst kommt man nicht von der Erde weg. Und bei einem weißen Zwerg beträgt eben diese Fluchtgeschwindigkeit, wie man sie nennt, auch die beträgt 10.000 Kilometer pro Sekunde. Ja, nur als Vergleich. Warum ich überhaupt auf diese Fluchtgeschwindigkeit zu sprechen komme, wird gleich klar. So, jetzt schauen wir uns die Neutronensterne an. Ja, das sind die kompaktesten Objekte im Universum, die wir direkt beobachten können. Wir haben eine Masse von 1,4 Sonnenmassen, eine Fluchtgeschwindigkeit. Wenn, wollte man den Neutronenstern verlassen mit einer Rakete beispielsweise, ja, die bräuchte die Rakete eine Geschwindigkeit, müsste sie erreichen von 200.000 Kilometer pro Sekunde. Ja, also gigantisch. Kann man sich nicht vorstellen, dass man überhaupt sowas bauen könnte, ja, was so eine Geschwindigkeit erreicht. Also die Fluchtgeschwindigkeit von Neutronenstern 200.000 Kilometer pro Sekunde. Ja, Fluchtgeschwindigkeit von der Erde war 12 Kilometer pro Sekunde. Der Radius von dem Neutronenstern 10 Kilometer entspricht, also wenn man so will, ungefähr der Größe der Stadt München. Anderthalb Sonnenmassen komprimiert auf die Größe der Stadt München. Ja, ist also wahnsinnig. Sie sind quasi überdimensionale Atomkerne in den Weiten des Universums, diesen Neutronensterne. Ja, und wie der Name schon sagt, die bestehen zu fast oder überwiegend 85% nur aus reiner Neutronenmaterie. Also diese Teilchen, wie man sie im Atomkern vorfindet. Ja, überdimensionale Atomkerne. So, jetzt schauen wir uns schwarzes Loch an. Ja. Bei einem Objekt, was 1,4 Sonnenmassen besitzt, ja, müsste die Fluchtgeschwindigkeit 300.000 Kilometer betragen, wollte man von diesem Objekt mit einer Rakete oder überhaupt irgendwie wegkommen. Bräuchte man eine Geschwindigkeit von 300.000 Kilometer pro Sekunde. Aber diese Geschwindigkeit entspricht gerade der Lichtgeschwindigkeit. Und es gibt nichts im Universum und es gibt auch keine Anzeichen dafür, dass es etwas gibt, was sich mit einer höheren Geschwindigkeit wie mit der Lichtgeschwindigkeit bewegt. Ja, und das bedeutet, dass also selbst Licht nicht von solchen Objekten entweichen kann. Und das wiederum führt dazu, dass diese Objekte schwarz sind. Ja, von diesen Objekten geht kein Licht aus. Ja, sie erscheinen also quasi als schwarzes Loch am Himmel, wenn man so will.
Ja, jetzt sind wir also schon beim Begriff des schwarzen Lochs. Ja, also schwarze Löcher sind reale Objekte. Ja, es sind Sterne, wenn man so will, die kein Licht aussenden. Ja, während man noch zu meiner Studienzeit sich gab es zwei Lager. Die einen haben gesagt, ja, es gibt schwarze Löcher. Die anderen haben gesagt, Quatsch, ist Fantasie. Es gibt keine schwarzen Löcher. Aber die Existenz von schwarzen Löchern ist mittlerweile bewiesen. Zweifelsfrei bewiesen. Ja, und wenn man verstehen will, warum die nicht leuchten, warum sie schwarz sind, ja, kann man es verstehen, weil man sagt, okay, die Fluchtgeschwindigkeit, die etwas haben müsste, um von diesem Objekt zu entweichen, müsste größer sein wie die Lichtgeschwindigkeit. Aber da gibt es nichts. Und selbst das Licht hat nicht genügend Geschwindigkeit, um von diesem Objekt zu entweichen. Also erscheint dieses Objekt als schwarzes Loch am Himmel. Ja, und das gab ihm den Namen Schwarzes Loch oder Black Hole. Ja. Hier nochmal geschichtlich zu sehen, wie sozusagen die Abfolge ist. 1916 entwickelt Albert Einstein die allgemeine Relativitätstheorie. Ja, und diese allgemeine Relativitätstheorie wird durch die Gleichheit von Träger und schwerer Masse zur Theorie des Gravitationsfeldes. Ja, und 1916 gab es also den Physiker Karl Schwarzschild, der die so komplizierte Formel der allgemeinen Relativitätstheorie, die Einstein angegeben hat, für einen sehr einfachen Spezialfall gelöst hat. Und seine Lösung war die Schwarzlochlösung. Ja, Schwarzschild findet die Schwarzlochlösung. Das passt also auch vom Namen her schon mal ganz gut zusammen, kann man sich leicht merken. Und 1964 gab der amerikanische Physiker und Wissenschaftler John Wheeler diesen Objekten den Namen Black Hole. Ja, das ist natürlich irreführend, weil ein Black Hole ist definitiv alles, aber kein Loch. Ja. Und was gemeint war damit, war eben, dass es quasi wie ein schwarzes Loch am Himmel erscheint. Ja, einfach nur schwarz. Aber schwarze Löcher sind keine Löcher, sondern sind reale Objekte, ja, die wahrscheinlich genauso kompakt und sternförmig sind wie Neutronensterne, nur schwerer, eben so schwer, dass also selbst Licht von ihnen nicht entweichen kann, weil die Geschwindigkeit des Lichtes nicht ausreicht. Ja, zusammengefasst kann man also hier sagen, schwarze Löcher sind reelle Objekte, bei denen die Fluchtgeschwindigkeit die Lichtgeschwindigkeit übersteigen würde. Ja, und weil es kein Objekt kann eine größere Geschwindigkeit haben wie die des Lichtes, also und selbst Licht kann also dann nicht mehr entweichen von diesen Objekten. Ja. Es gibt schwarze Löcher in unserer Galaxie, ja, die haben Massen von mehreren Sonnenmassen und es gibt sogenannte supermassive schwarze Löcher, die haben Billionen bis Milliarden Sonnenmassen. Ja, also diese beiden in sich verschiedenen Gruppen gibt es, die man unterscheiden muss. Ja. Also wenn man von schwarzen Löchern redet, oder von gefräßigen Monstern im Universum, dann meint man damit die supermassiven schwarzen Löcher, die Millionen bis Milliarden mal so schwer sind wie unsere Sonne. Ja, aber davon abgesehen gibt es auch in jeder Galaxie eben durch die ganz normale Sternentwicklung hervorgerufen, sogenannte galaktische schwarze Löcher, die einfach mehrere Sonnenmassen, sehr kompakte Objekte, die einfach mehrere Sonnenmassen haben. Ja, jetzt wissen wir also, dass es schwarze Löcher gibt. Wir haben auch gesehen, wie schwarze Löcher entstehen, warum sie entstehen und wie sie entstehen. Ja, durch massereiche Sterne, deren Brennstoffvorrat verbraucht ist, die schwerer sind, die mehr Masse haben wie 30 Mal unsere Sonne, die am Ende, wenn der Brennstoffvorrat verbraucht sind, unter der eigenen Last sozusagen kollabieren. Man spricht hier vom Gravitationskollaps. Das führt nachfolgend zunächst zu einer Supernova-Explosion oder Supernova-Überreste, die man dann für ungefähr 100.000 Jahre, 150.000 Jahre im Universum auch beobachten kann. Ja, und jetzt stellen wir uns die Frage, wo findet man schwarze Löcher und insbesondere, wie beobachtet man sie? Ja, also wir hatten natürlich schon davon geredet. Aber die Frage ist eben, wie findet man etwas und wo sucht man nach etwas, das im Grunde genommen unsichtbar ist? Ja, und da ist es wirklich gut zu wissen, welche Wirkung schwarze Löcher
auf ihre Umgebung haben. Ja, Beispiel, wenn sich zwei Objekte in einem sogenannten Binärsystem, also Doppelsternsystem, miteinander befinden. Ja, Sie sehen also einmal hier dieses größere Objekt und hier dieses kleinere Objekt und die beiden, die drehen sich um den gemeinsamen Schwerpunkt. Ja, und wenn Sie sich vorstellen, dass dieses kleinere Objekt hier außen schwarz wäre, sodass man es nicht sehen könnte, dann schien es bei diesem größeren Stern so, als wenn der da wackelt, ja, ohne dass man erkennt, warum der überhaupt wackelt. Der Grund könnte sein eben, dass er sich mit einem schwarzen Lochstern in einem Doppelsternsystem befindet. Ja. Und wenn das der Fall ist letztendlich, dann kann man die Keplerschen Gesetze anwenden, die gleichen Gesetze, die man auch benutzt, um die Masse der Planeten in unserem Sonnensystem zu bestimmen, durch die Bahnellipse der Planeten um die Sonne. In dem Fall beim schwarzen Loch wäre das eben die Bewegung eines Sterns um das schwarze Loch, ja, um die Zentralmasse. Ja, und was hier zur Anwendung kommt, ist die Mathematik und die Astrophysik, die Johannes Kepler seinerzeit sich ersonnen hat, für die Bewegung der Planeten in unserem Planetensystem zu beschreiben. Ja, es ist also identisch. Ja. Ja, wenn man also jetzt Licht von so einem Objekt hier, von so einem Stern, was sich in einem Doppelsternsystem mit einem anderen Objekt befindet, empfängt, ja, dann sind hier unten ist das beobachtete Spektrum zu sehen und Sie sehen, wie diese Spektrallinien sich verschieben mit der Bewegung des Objektes. Einmal bewegt es sich von mir weg, ja, wenn Sie sich vorstellen, Sie würden hier oder auch hier sich befinden, wo der grüne Fleck ist und schauen auf diesen Stern, ja, dann bewegt sich jetzt dieser Stern hier von Ihnen weg und in dem nächsten Fall bewegt sich der Stern auf Sie zu. Ja, wenn Sie also jetzt einfach nur das Licht dieses Sterns empfangen, und zwar über einen längeren Zeitraum, dann ein Spektrum erstellen, dann sehen Sie, wie sich die Spektrallinien dieses Objektes scheinbar mit seiner Bahn hier zu verändern scheinen. Das ist ein eindeutiges Indiz dafür, dass sich dieses Objekt bewegt. Ja, und dann suchen Sie im zweiten Schritt danach, wie sich sozusagen nach dem Partner dieses Doppelsternsystems. Wenn Sie dann nichts finden, ja, dann haben Sie auf jeden Fall einen heißen Kandidaten dafür, dass Sie einen Stern haben, der sich vielleicht mit einem schwarzen Loch in einem Doppelsternsystem befindet. Ja. Und das ist oft das, was man bei galaktischen schwarzen Löchern oder stellaren schwarzen Löchern erwartet, ja, und wo man nachsucht. Ja. Also, ich erwähne das hier insbesondere, weil vor ungefähr 4 Wochen ein Bericht in vielen Zeitungen und Zeitschriften war, dass man das erdnächste schwarze Loch entdeckt hat. Ja, es waren also Kollegen von der ESO, von der Europäischen Südsternwarte, die da beteiligt waren. Und die haben genau das beobachtet, hier, was ich hier in dieser Grafik Ihnen dargestellt habe. Ja. Und die waren dann letztendlich in der Lage herauszufinden, sie sahen also ein Dreifachsternsystem, also nicht nur eins, was aus 2 Sternen besteht, sondern aus 3. Aber man hat nur von 2 Sternen Licht empfangen. Ja, bei dem 3. Stern war man der Vermutung, das könnte ein schwarzes Loch sein. Dann hat man diese Periode und die Bewegung dieser Objekte über einen längeren Zeitraum beobachtet und gemessen, die Kepler-Gesetze angewendet und herausgefunden, dass das zentrale Objekt, um das sich diese Sterne scheinbar bewegen, eine Masse von 4 bis 5 Sonnenmassen haben muss. Ja, und das ist ganz klar, es kann nur ein schwarzes Loch sein. Kein Neutronenstern, sondern ein schwarzes Loch. Ja. Und das wiederum führte zu dieser Aussage. Dieses Sternsystem ist 1000 Lichtjahre von uns entfernt. Ja, und das ist in der Tat nicht weit, wenn man das auf kosmische Distanzen überträgt. Und das führte dann zu dieser sensationellen Schlagzeile, das erdnächste schwarze Loch entdeckt. Ja, wobei in manchen Zeitungen, wie die mit B anfangen, war das dann so dargestellt, als wenn das eine Gefahr für die Menschen auf der Erde wäre. Aber das ist definitiv nicht der Fall. Ja, also auch 1000 Lichtjahre ist für unsere Verhältnisse immer noch sehr, sehr, sehr weit entfernt.
Ja, und dieses schwarze Loch befindet sich hier in einem Sternbild-Teleskopium hier unten, wo dieser schwarze Punkt mit dem roten Kreis drumherum, das ist ungefähr die Lage des Dreifachsternsystems am Himmel. Es ist auf der Südhalbkugel. Ja, und auf der Südhalbkugel, wenn Sie also mal nach Australien kommen beispielsweise oder über den Äquator, kann man zumindest die beiden Sterne, die da leuchten, die kann man mit bloßem Auge sogar sehen. Ja, und ist schon interessant und spannend zu wissen, dass dann in so einem Dreifachsternsystem auch noch ein schwarzes Loch vorhanden ist. Ja. Und wie sich das Ganze darstellt, können Sie hier in dieser Animation sehen. Das ist also die Bewegung des Sterns, von dem man Licht empfangen hat. Ja, und der scheint sich hier um irgendetwas zu bewegen, was man nicht sehen kann, um ein Gravitationszentrum, um ein zentrales Objekt, was man also hier nicht erkennen kann. Das ist der zweite äußere Stern, der hat eine sehr viel längere Periode. Die innere Periode hier, die beträgt 40 Tage. Dieser Stern bewegt sich also mit einer Periode von 40 Tagen einmal um dieses scheinbare schwarze Loch. Und der äußere Stern ist viel weiter entfernt. Ja, und das ist, dass man hier nichts leuchten sieht. Ja, daraus kann man die Aussage treffen, dass das bisher das nächstgelegene, nichtsfressende schwarze Loch ist. Ja, weil wenn es was fressen würde, dann würde man das Leuchten sehen. Ja, also wenn man so will, ist es also vielleicht gerade auf Diät. Ja, ist ja vielen von uns bekannt, gerade in diesen Zeiten, wo jeder von uns nur im Homeoffice sitzt und sitzt und sitzt und sitzt. Ja. Gut, aber so viel am Rande. Nun, ist die eine Art von stellaren schwarzen Löchern. Manche schwarzen Löcher haben aber auch Begleitsterne, die sehr hell und sehr groß sind. Ja, und das soll hier unten dargestellt sein. Dieses Blaue hier soll das schwarze Loch sein in dem Fall. Und hier zu sehen, ist der Stern sozusagen, als Begleitstern. Und dieser Stern wächst und nimmt zu. Ja, ich hatte eben bei der Sternentwicklung erzählt, dass eben durch die verschiedenen Fusionsprozesse mehr thermische Energie im Stern frei wird. Ja, und je mehr, desto größer wird der Stern, der bläht sich auf. Und mit zunehmenden Ordnungszahlen bei der Fusion wird also immer mehr Energie freigesetzt. Der Stern wird sich aufblähen. Auch die Sonne wird sich im Übrigen aufblähen, und zwar bereits in ungefähr 1 Milliarde Jahre wird die sich so weit aufblähen, dass die Temperatur auf der Erde so heiß wird, dass alles Wasser verdampfen wird. Also auch bei der Sonne ist es keine Ausnahme. Nun, wenn also dann diese Sterne sich immer mehr ausdehnen und letztendlich hier diesen durch diese Linie dargestellten Bereich ausfüllen, dann strömt heißes Gas rüber auf diesen Begleitstern oder auf dieses schwarze Loch. Ja, und das ist das, was diesen schwarzen Löchern dann den Begleitnamen gefräßige Monster im All gibt, weil es so aussieht, als würden die diesen Stern hier, der Begleitstern, absaugen. Die Materie, die regnet dann hier in eine sogenannte Akkretionsscheibe. Ja, und dabei heizt sich diese Scheibe auf eine Temperatur von ungefähr 1 Million Grad auf oder mehr. Ja, und etwas, was 1 Million Grad oder noch heißer ist, das sendet intensive thermische Röntgenstrahlung aus. Also diese Objekte kann man sehr gut mit einem Röntgenobservatorium beobachten. Ja. Und insbesondere sind die variabel, also mal heller, mal dunkler, mal überhaupt nicht zu sehen, je nachdem, wie viel Materie gerade auf dieses schwarze Loch draufströmt. Ja, so, jetzt haben wir also die stellaren schwarzen Löcher uns angeschaut und wissen, wonach wir suchen müssen oder müssten. Ja. Und wir haben auch gehört, es gibt ein sehr nahes schwarzes Loch mit 1000 Lichtjahren von uns entfernt ist. Also die existieren definitiv. Ja. Und jetzt können wir uns der supermassiven schwarzen Löcher zuwenden. Und die wiederum findet man in den Zentren von Galaxien. Ja. Galaxien sind ja, Lebensinseln, das sind also hier dargestellt, hier unten ist ein schönes Bild von der Galaxie. Das sind Objekte, die bestehen aus Milliarden von Sternen wie unsere Sonne. Auch wir befinden uns in einer Galaxie, und diese Galaxie heißt Milchstraße. Ja? Unsere Galaxie ist das, was man als Milchstraße bezeichnet. Und das Band der Milchstraße kann man bei sehr klaren Nächten sehr schön
als milchig trübes Band am Himmel über uns beobachten. Ja, und das liegt daran, dass man in diesen Objekten hier, die wie eine Scheibe aussieht, ja, wie ein Teller, wenn man so will, sich in dieser Ebene befindet und dann nach draußen guckt. Und wir sind hier innen drin und wir können, wenn wir da draußen schauen, können wir hier dieses innere leuchtende Band der Milchstraße am Himmel erkennen. Ja, ja, und hier in dieser Grafik zu sehen, ist das, wie unsere Galaxie, unsere Heimatgalaxie, die Milchstraße, aussehen würde, wenn wir uns außerhalb befinden würden. Ja, und Sie sehen also hier das Zentrum unserer Galaxie. Wir leben in einer sogenannten Spiralgalaxie, sieht man auch hier schön, Spiralarme. Ja, und das ist das Zentrum unserer Galaxie. Da befindet sich ein supermassives schwarzes Loch. Ja, und das ist für uns das nächstgelegene supermassive schwarze Loch in unserer Galaxie. Und hier zu sehen ist die Position der Sonne. Ja, und diese Sonne, die bewegt sich um dieses schwarze Loch, genauso wie sich die Erde im Verlaufe eines Jahres um die Sonne bewegt. So bewegt sich dieses schwarze Loch in 225 Millionen Jahren einmal um dieses schwarze Loch. Ja, und in der Zeit ihres Lebens hat die Sonne das bereits 20 Mal geschafft. Ja, also ist durchaus eine lange Zeit, 225 Millionen Jahre, aber in 4,5 Milliarden Jahren ist sie ungefähr 20 Mal, hat sie es geschafft, hier das schwarze Loch zu umkreisen. Also supermassive schwarze Löcher befinden sich im Zentrum von Galaxien. Ja, und das uns nächstgelegene, wenn wir also danach suchen, eins studieren wollen, müsste sich im Zentrum unserer Galaxie befinden. Ja, jetzt ist es aber leider so, dass in der galaktischen Ebene, galaktischen Scheibe, und das hat man hier eben nochmal gesehen, da sieht man ganz viel Staub. Ja, und Sie sehen auch, dass dieser Staub das Licht absorbiert. Kann man also überhaupt nicht durchschauen. Wenn wir also jetzt ins Zentrum hier, Zentrum unserer Galaxie schauen wollen, haben wir genau das gleiche Problem. Man kann nicht da reinschauen. Ja. Aber es gibt eine Lösung des Problems. Und die Lösung heißt, wir versuchen das Zentrum unserer Galaxie und das schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxie im infraroten Wellenlängenbereich zu beobachten. Infrarotstrahlung ist Wärmestrahlung. Ja, wer also nicht weiß, was Infrarotstrahlung ist, ja, erinnern Sie sich, wenn Sie im Winter morgens ins Bad kommen und Sie spüren diesen schönen, mollig warmen Heizkörper an der Wand. Ja, das spürt man, da braucht man gar nicht nah dran zu gehen, da spürt man schon diese Strahlung. Ja. Das ist Infrarotstrahlung. Ja, und mit dieser Infrarotstrahlung kann man eben Temperaturen, heiße Sachen erkennen, insbesondere wenn alles drumherum kalt ist. Ja, hier ist also ein Bild von einer Katze, was man gemacht hat mit einer Infrarotkamera. Und Sie sehen, das, was bei der Katze am heißesten ist, ist hier die Schnauze. Ja, die leuchtet hier ganz weiß, scheint die zu glühen. Ja. Infrarotstrahlung, wie gerade gesagt, ja, ist ein Teil des elektromagnetischen Lichts. Das ist hier aufgetragen. Insbesondere hat man also Radiostrahlung, sind elektromagnetische Wellen, Infrarotstrahlung, dann kommt hier dieser kleine, schmale Bereich des sichtbaren Lichtes. Daran anschließt sich die UV-Strahlung, Röntgenstrahlung und die Gammastrahlung. Ja, nur grob, damit Sie wissen, wo die Infrarotstrahlung ungefähr im Wellenlängenbereich anzuordnen ist. Ja, aber diese Infrarotstrahlung kann man auf der Erde, von der Erde aus, von der Erdoberfläche aus so gut wie kaum beobachten. Das ist sehr schwierig. Ja, man muss also zumindest schon mal hier Infrarot sehen Sie, das ist ungefähr dieser Spektralbereich hier. Also man muss zumindest schon mal irgendwie auf einen sehr hohen Berg gehen. Ja. Das führt eben dazu, dass viele astronomische Teleskope auf hohen Bergen liegen, ja, beispielsweise in Hawaii, auf einem Vulkan, aus erloschenen Vulkan, der 4000 Meter hoch ist, oder die Teleskope der Europäischen Südsternwarte in der Atacama-Wüste in Chile liegen ebenfalls sehr hoch in sehr trockenen Bereichen. Ja, oder auch in den Schweizer oder französischen Alpen gibt es ein Infrarotteleskop, auch sehr hoch gelegen beispielsweise. Ja, hier nochmal zu sehen, die Aussage, dass man mit Infrarotstrahlung mäßig dicke Materialien durchsehen kann. Ja, also hier der Kollege, der hier so einen schwarzen Sack
über dem Arm hängen hat. Wenn man sich das anschaut mit der Infrarotkamera, dann sieht man hier trotzdem noch durch diesen Sack durch. Das Infrarotlicht macht es sichtbar und man kann also die Hand und auch den Arm erkennen. Ja, und das hilft uns dabei, das Zentrum unserer Galaxie, das galaktische Zentrum, im infraroten Bereich zu beobachten und diese Staubschichten, die es hier gibt, zu durchdringen. Ja, und das macht man, indem man beispielsweise hier diese vier Teleskope der Europäischen Südsternwarte, sogenannte mit der Abkürzung VLT, Very Large Telescope, heißt das, diese vier Teleskope, die kann man zusammenschalten inzwischen und dann wirken die wie ein riesengroßes Teleskop. Ja, und dieses Teleskop benutzt man, um die Sternchen im galaktischen Zentrum einzeln aufzulösen und zu erkennen und auch die Bahn dieser Sterne nachzuvollziehen. Allerdings gibt es da noch eine weitere technische Schwierigkeit und ja, und die ist hier auf diesem Bild zu sehen. Ja, da hier diese Box hat eine Ausdehnung von 4 Lichtjahren. Ja, es sind am Himmel 30 Bogensekunden. Ja, aber in Wirklichkeit entspricht das einer Ausdehnung von 4 Lichtjahren. Und Sie sehen die Unmenge von Sternen, die hier drin zu sehen ist. Ja, jetzt zoomen wir uns hier noch weiter rein. Außerdem scheint dieses Bild irgendwie nicht scharf zu sein. Und genau das ist also das, was hier zu erkennen ist. Das sieht also furchtbar unscharf aus. Ja, wie verwackelt oder mit einem uralten Handy fotografiert. Ja, also, und Sie sehen auch, wie schwer es ist, wenn Sie hier einzelne Objekte erkennen oder gar deren Lage bestimmen wollen. Ja. Der Grund dafür ist, dass das Licht, was von diesen Sternen und zu uns auf die Erdoberfläche kommt, auch wenn man sich auf dem Berg befindet, es muss durch die Schichten der Erdatmosphäre durch. Und Sie sehen also hier auch angedeutet, diese Schichten der Erdatmosphäre, die haben verschiedene Dichten, die haben verschiedene Temperaturen und das letztendlich und Verwirbelungen, das führt dazu, dass das Licht hier durch diese Atmosphäre, auf dem Weg durch die Atmosphäre abgelenkt wird und deswegen aus einem dünnen Scheibchen, sozusagen aus einem punktförmigen Objekt am Himmel, in einem Teleskop, in einem Detektor, ein dünnes Scheibchen wird. Ja? Und das ist genau das, was man hier sieht. Das sind lauter ausgedehnte Objekte, obwohl es eigentlich punktförmige Sterne, punktförmige Objekte am Himmel sein müssten. Ja? Nun, die Lösung des Problems ist die adaptive Optik. Ja? Man hat also Spiegel, die sehr dünn sind. Ja, und unter diesem Spiegel befinden sich hier diese Aktuatoren. Und diese Aktuatoren, die verbiegen die Oberfläche dieses Spiegels. Ja, und zwar genau in umgekehrter Weise, wie die Störungen der Lichtwellen in der Atmosphäre passieren. Ja, wenn man das macht, hat man also quasi diese atmosphärischen Störungen korrigiert und man hat hier letztendlich wieder sehr gute Abbildungsverhältnisse für das Objekt, was man beobachtet. Ja, das ist also hier nochmal das Gleiche dargestellt. Hier oben kommen die Lichtwellen aus dem Universum, die müssen hier die Atmosphäre der Erde durchdringen, werden hier verbogen, wenn man so will, ja, sehen dann anschließend so aus, kommen auf den astronomischen Spiegel, der reflektiert das in den Detektor und was man letztendlich hier beobachtet, ist dieses Scheibchen, ja, dieses ausgedehnte Bild von einem Stern, der eigentlich punktförmig sein müsste. Wenn man aber jetzt hingeht und den Spiegel genau zu die Oberfläche des Spiegels genau umgekehrt verbiegen würde, so wie die Wellen von der Atmosphäre verbogen würden, dann wären die anschließend wieder gerade. Ja, und wenn ich das durch Lindensystem und fallen lasse, dann beobachte ich in meinem Detektor letztendlich wieder doch ein scharfes Abbild des Objektes. Ja, und das ist genau das, was man macht. Man spricht hier, wie gesagt, von der Technik der adaptiven Optik. Mit einem sehr, sehr starken Laserstrahl schießt man in den Himmel und regt hier in der Erdatmosphäre, wo die Störungen stattfinden, quasi einen künstlichen Stern an. Ja, der Laserlicht produziert dann Natriumübergänge und das wirkt in der Erdatmosphäre und das wirkt so, als sei es ein sehr hell leuchtender Stern. Ja, und dessen Licht, das empfängt man und daraus kann man dann letztendlich die atmosphärischen Störungen ablesen und entsprechend die Spiegel in dem Teleskop korrigieren, Phasen korrigieren.
Ja, und dann hat man aus so einem, wenn man das anwendet, kriegt man aus so einem unscharfen Bild so ein Bild. Ja, und das sieht auch schon mal wesentlich besser aus. Ja, man sieht also hier einzelne Sterne, die man hier erkennen kann, ja, im Vergleich zu diesen flächenförmigen Objekten, die unscharf wirken und schwer zu erkennen sind. Ja, und das ist genau das, was die Kollegen bei uns in der Infrarotgruppe am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik machen, ja, unter der Leitung von dem Professor Reinhard Genzel. Ja, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, aber er ist maßgeblich der Vater, der hier die Idee hatte, diese Teleskope und diese Anwendungen hier sozusagen auf das galaktische Zentrum anzuwenden und dann zu versuchen, die Bewegung dieser einzelnen Sterne über einen längeren Zeitraum zu beobachten und dann nachvollziehen zu können. Und wenn man das kann, dann kann man wieder die Keplerschen Gesetze anwenden und letztendlich kommt man dann hier drauf, dass sich hier ein Objekt befinden müsste, was eine sehr große Masse hat und eine sehr große Gravitationswirkung. Und das ist sozusagen die Position des schwarzen Loches im Zentrum unserer Galaxie. Ja, Sie sehen hier oben, sehen Sie den Zeitraum. Ja, über viele, viele Jahre hat man das immer wieder beobachtet. Von 93 angefangen und hat die Position, die Bahn der Sterne sozusagen nachvollzogen, hat die Ellipsen bestimmt und letztendlich konnte man ausrechnen, wie groß die Masse des schwarzen Loches sein muss. Und was man gefunden hat, war, dass sich im Zentrum unserer Galaxie ein schwarzes Loch befindet, was eine Masse von 4,3 Millionen Sonnenmassen hat. Unglaublich, ja. Aber das ist definitiv und nicht weg zu diskutieren. Das ist eine Beobachtung, die Bestand hat, ja, und für die der Professor Genzel auch zahlreiche und seine Gruppe zahlreiche Preise und Auszeichnungen inzwischen bekommen haben. Also ein sehr tolles Ergebnis, definitiv. Ja, hier in diesem Film ist es nochmal alles zusammengefasst, was in der Infrarotgruppe, die Kollegen in der Infrarotgruppe bei uns beobachtet haben. Und ja, also man nähert sich sozusagen, man zoomt rein in die Position des galaktischen Zentrums. Ja, man kommt immer näher, man erkennt immer mehr Sterne. Ja, letztendlich nähert man sich dem Sternbild Sagittarius. Wenn man weiter reinkommt, Sie sehen hier die Sterndichte, die Dichte der schwachen Sterne nimmt immer mehr zu. Jetzt kommen wir ungefähr an das Bild, was wir eben zuvor schon mal gesehen haben. Das ist die Box hier mit 4 Lichtjahren und in dieser Box letztendlich hat man die Bewegung der Sterne vermessen und dann durch die Bahnellipsen, die man dann feststellen konnte, war man in der Lage, die Masse des zentralen Objektes auszurechnen. Und hier in dieser Computeranimation ist nochmal in einer besseren Qualität zusammengefasst, was man eigentlich gemessen hat. Sie sehen, diese blauen Kurven hier, das sind die Bahnen der einzelnen Sterne und die bewegen sich alle um ein scheinbar kompaktes, massereiches, sehr stark gravitierendes Objekt. Das ist hier das schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxie. Supermassives schwarzes Loch mit 4,3 Millionen Sonnenmassen, Masse. Ja, also ein tolles Ergebnis. Und zum Ende hin des Vortrags ein weiteres tolles Ergebnis, was seit letztem Jahr im April sozusagen veröffentlicht ist. Und das ist das erste Bild eines schwarzen Loches, was man beobachtet hat und gemessen hat, und zwar in der Galaxie M87. Und dazu hat man sogenannte Event Horizon Teleskop benutzt. Ja, was ist das? Der Event Horizon ist der Ereignishorizont. Und dieser Ereignishorizont, ja, wenn Sie sich also einem schwarzen Loch nähern, ist das genau der Punkt, wo es sozusagen entweder rein oder noch rausgeht. Ja. Wenn Sie also über den Ereignishorizont gehen, kommt man nicht mehr aus dem schwarzen Loch raus. Alles, was in dem schwarzen Loch unterhalb des Ereignishorizontes bleibt oder liegt, bleibt innen im schwarzen Loch gefangen. Und alles, was hier außen ist, wie beispielsweise diese Lichtstrahlen hier, ja, die werden sozusagen durch die Krümmung des Raumes
die dieses schwarze Loch produziert, abgelenkt. Ja, und dann, wenn man das sozusagen beobachten will, dann sucht man sich eine Galaxie aus, die scheinbar gut zu liegen scheint, günstig von uns aus gesehen zu liegen scheint. Das ist hier die Galaxie mit der Katalogbezeichnung M87. M ist der Katalog von dem Herrn Messier. Und der hat also dieses, das ist das 87. Objekt in seiner Liste gewesen. Ja, und dieses Objekt ist eine Galaxie, die 55 Millionen Lichtjahre von uns entfernt ist. Also das Licht braucht 55 Millionen Jahre von dort, bis es bei uns auf der Erde angekommen ist. Ja, und die Sterne hier drumherum scheinen sich angeblich um ein unsichtbares Objekt zu bewegen. Ja, wenn man also ein Bild von diesem schwarzen Loch nehmen will, was so weit weg ist, ja, dann muss man sich die Frage stellen, wie groß muss denn dann mein Teleskop sein, was ich dazu benutze? Ja. Nun, der erwartete Durchmesser für diesen Ereignishorizont in der Entfernung sind 40 Mikro-Arc-Bogensekunden. Ja. Und wenn Sie das also sagen, okay, die Teleskopgröße, die ich brauche, ist proportional der Wellenlänge und der Winkelauflösung, also diese 40 Mikro-Bogensekunden hier, die Wellenlänge, damit ich noch was sehen kann und durch Staub durchschauen kann, 1,3 Millimeter und Winkelauflösung nehme ich mal einen Faktor 2 besser, wie das, was ich brauche, also ungefähr 20 Mikrobogensekunden und dann finde ich eine Teleskopgröße von ungefähr im Radius mit 6000 Kilometer. Also der Größe, der ich bräuchte also tatsächlich ein Teleskop, was so groß ist wie die Erde. Ja, und das brachte die Kollegen auf die Idee, alle Radioteleskope, die wir auf der Erde haben, zusammenzuschalten. Ja? Zusammenzuschalten zu einem quasi erdgroßen, einen Teleskop. Ja, das wurde gemacht und hier zu sehen sind die verschiedenen Teleskope. Ja, LMT steht in Mexiko auf einem sehr, sehr hohen Berg. Arizona, SMT, IRAM in Spanien, ja, und so weiter. Andere hier in Hawaii oder eben in Chile in der Atacama-Wüste, APEX beispielsweise. Das sind diese Antennen, die meisten Antennen, die hier zusammengeschaltet wurden. Ja, und was man gehofft hat zu beobachten, ist hier dargestellt. Also links, ja, mit einem erdgroßen Teleskop hat man simuliert, dass man vielleicht diesen Bereich hier, wenn hier innen das schwarze Loch ist, diesen Bereich beobachten kann. Ja, oder wenn es nicht ganz so gut läuft hier, das, was man hier so grob auf der rechten Seite sieht, ja, und was man letztendlich gefunden hat, ist diese Aufnahme, die letztes Jahr am 19. April veröffentlicht wurde, und das ist das erste Abbild des Schatten eines schwarzen Loches. Ja, also das ist hier innen, außen drumherum sozusagen der Ereignishorizont. Die Auflösung, die man hier benutzt hat, waren 20 Mikrobogensekunden und das entspricht ungefähr der Dicke des menschlichen Haares in 500 Kilometer Entfernung. Das heißt, Sie stehen quasi hier in München und in Frankfurt hält jemand ein Haar hoch und Sie haben ein Instrument, mit dem Sie von München aus gesehen noch dieses Haar in Frankfurt, was jemand hochhält, erkennen kann. Ja, also so hervorragend genau und empfindlich muss Ihr Teleskop sein oder war dieses Teleskop in dem Fall. Ja, und der Schatten, den man hier sieht, der entspricht letztendlich ungefähr 6 Schwarzschildradien, ja, wobei der Schwarzschildradius der Ereignishorizont kennzeichnet, den man um dieses schwarze Loch hat. Außen hier, das sind ungefähr 20 Schwarzschildradien, was man hier leuchten sieht. Ja, definitiv ein super Ergebnis, tolles Ergebnis mit viel Applaus, ebenfalls ausgezeichnet mit Preisen, die Kollegen da gekriegt haben. Und tolle Idee und insbesondere eine Riesenmannschaft von Wissenschaftlern, die involviert waren in diese Geschichte. Nun, zum Schluss meines Vortrags, ja, können wir uns dann die Frage stellen, ja, was weiß man denn jetzt überhaupt über die Zukunft des Universums? Spielen da schwarze Löcher auch noch eine Rolle? Ja, und hier in diesem bisschen verpixelten Bild, weil ich es so groß dargestellt habe, sieht man, den Himmel über München in ungefähr 4 Milliarden Jahren. Ja, und da sehen wir in 4 Milliarden Jahren, dass die Nachbargalaxie, die Andromeda-Galaxie, ja, die hier oben zu sehen ist,
unsere Galaxie, unsere Milchstraße sozusagen durchdringen wird. Ja, die ist also hier als riesengroßes Objekt am Himmel zu erkennen. Ja. Und letztendlich wird die Andromeda-Galaxie und unsere Milchstraße, die werden miteinander verschmelzen und vermutlich auch dann die supermassiven schwarzen Löcher, die sich hier in den Kernen dieser Galaxien befindet. Ja. Die Frage ist nur, und die, glaube ich, kann man verneinen, gibt es in 4 Milliarden Jahren noch Menschen auf der Erde, die das überhaupt beobachten können? Ja, also definitiv nicht. Ja, warum? Weil zum einen, ich eben schon gesagt habe, dass bereits in 1 Milliarde Jahre die Sonne, unsere Sonne, sich so weit ausdehnen wird, dass es auf der Erde so heiß wird, dass alles Wasser verdampfen wird. Und ja, Sie können sich selbst überlegen, wenn es kein Wasser gibt, ohne Wasser gibt es auch kein Leben auf der Erde. Ja, also definitiv nicht. Ja, und in noch fernerer Zukunft, ja, wie wird das gesamte Universum sich entwickeln? Ja, da kann man also sagen, dass letztendlich alle Materie in schwarzen Löchern verschwunden sein wird und das Universum damit zu einem dunklen, kalten Ort sich entwickeln wird. Ja. Schönes Bild dafür, ein dunkler, kalter Ort ist sozusagen das Innere vom Kühlschrank mit geschlossener Tür. Ja, es ist sozusagen kalt im Universum, nichts wird mehr leuchten, das Universum wird sich immer weiter, immer mehr ausdehnen und alle Materie, die man leuchten sieht, wird letztendlich von schwarzen Löchern verschlungen worden sein. Ja, aber auch hier, ja, natürlich kein Mensch wird das mehr erleben, aber dieses Szenario ist keine Fantasie oder Science Fiction, sondern das ist eine ziemlich sichere Geschichte, dass es so stattfinden wird. Ja, das kann man einfach ableiten aus den Beobachtungen, die man heute schon hat, ja, und daraus, dass auch sozusagen selbst in der entferntesten Ecke unseres Universums die Physik die gleiche ist wie die, die wir in der Umgebung der Erde und der Sonne oder in unserer Galaxie letztendlich beobachten. Gut, damit bin ich mit dem Vortrag zu Ende und wäre gespannt auf viele Fragen, die Sie vielleicht jetzt im Laufe des Vortrags ergeben haben. Ja, herzlichen Dank, Sie, Herr Professor Dr. Becker. Sie haben jetzt die Möglichkeit, noch den Chat zu benutzen. Ich lese den hier mit. Ich glaube, Herr Becker, Sie haben alles so toll erklärt, dass keine Fragen hier auftreten. Also Sie haben alle Klarheiten beseitigt, wie man so schön sagt. Genau. Ein Kollege von mir hat mal am Ende seines Vortrages, da ging es genauso, hat keiner eine Frage gestellt und dann hat er gesagt, ja, er hat nach dem Prinzip gearbeitet, convince them or confuse them. Ja, vielleicht ist das jetzt hier sozusagen auch genauso gelaufen. Aber egal, ich denke, es war insbesondere insgesamt ein guter Überblick. Wo kommen die schwarzen Löcher her? Wie entstehen sie überhaupt? Gibt es überhaupt wirklich schwarze Löcher? Was steckt dahinter? Wie wirken sie? Wo findet man sie? Und was ist für die Beobachtung letztendlich notwendig? Ja. Also ich kann mich da anschließen, still confused, but on a higher level. Okay, sehr gut. Ja, nachdem keine Fragen mehr auftreten, doch, jetzt glaube ich, kommt eine. Nee, das heißt nur eine Danksagung. Was heißt nur? Ja, dieser Danksagung möchte ich mich gleich anschließen. Herzlichen Dank für diese spannende Reise durch die Galaxien und durch unser Universum. Sie haben uns anschaulich das Phänomen der schwarzen Löcher erklärt. Ist doch wesentlich komplexer als das in meinem Geldbeutel, muss ich sagen. Und aber nicht nur das Phänomen der schwarzen Löcher, sondern auch noch die physikalischen Zusammenhänge und das Handwerkszeug der modernen Astronomie geschildert. Und was ich ganz besonders spannend fand, Sie haben uns einen Ausblick in das Ausblick auf das Ende der Welt gegeben und nicht nur durch eine Glaskugel, sondern so wird es wahrscheinlich wirklich sein. Genau, ja.
Ja, herzlichen Dank. Jetzt schaue ich noch sicherheitshalber nach, ob ich. Nein, das sind keine Fragen, sondern Danksagungen. Sie bedanken sich herzlich. Ich bedanke mich nochmal bei Ihnen, Herr Professor Dr. Ja. Becker, und bei allen, die so tapfer zugehört und zugeschaut haben. Wir waren immer so um die 20 und es wurden nicht weniger. Also Sie haben den Spannungsbogen wirklich gut halten können. Sehr gut, Ja, danke. also, Gut, dann bedanke ich mich ebenfalls. wir Ja, wünsche verabschieden allen guten uns Abend. und schönen guten Abend. Ja.